Testcheck. Der Testcheck entstand aus der Idee, dass wir euch natürlich gerne zu allen getesteten Spielen in einer Ausgabe bewegte Bilder zeigen können. Leider können wir natürlich aus produktionstechnischen Gründen nicht für alle Tests Videos in der Qualität und mit der Kompetenz machen, wie ihr sie in den eigentlichen Testberichten findet. Darum der GamePro Testcheck. Die Idee ist, dass ich euch ein bisschen auf eine Tour mitnehme durch alle Spiele, möglichst alle Spiele, die wir in einer Ausgabe getestet haben. Wir mögen mal das ein oder andere Spiel nicht mit draufnehmen können, bitte seid uns da nicht böse, aber wir werden unser Bestes tun. Und ich spiele alle Spiele für euch, mit euch an und erzähle euch halt ein kleines bisschen was dazu. Bitte beachtet, ich spiele die Spiele teilweise auch zum ersten Mal, bin also garantiert ab und zu eine unglaubliche Krampe. Okay, und jetzt viel Spaß mit dem GamePro Testcheck. Go! Fangen wir an mit Akira Psycho Ball für die PS2. Ein Flipper wäre sicherlich nicht das erste, was mir eingefallen wäre, wenn ich ein Akira-Spiel hätte machen müssen, aber man muss sagen, so schlecht ist das Ganze gar nicht. Die Geräte sind recht einfallsreich und es passiert eigentlich so einiges bei dem Spiel. Jetzt zu Commandos 2 für die PS2. Was ihr hier seht, ist die erste richtige Mission. Ab und zu mag es den Eindruck haben, als sei ich ein bisschen grobmotorik gestört am Pad. Das liegt allerdings eher an der ziemlich überladenen Steuerung, die man auch erstmal verstehen muss. Und wenn man das Spiel wie ich jetzt zum ersten Mal spielt, also wie euch das dann im Zweifelsfall auch gehen würde, ist das alles noch ein bisschen schwierig. Um euch einen Eindruck davon zu geben, wie die Spielmechanik so funktioniert, lasse ich jetzt einfach mal so den ersten Auftrag laufen. Dafür bin ich ausgebildet. Da, jetzt seht ihr zum Beispiel, jetzt fessel ich ihn, das konnte ich mir noch merken. Und jetzt, wo war gleich der Knopf, um den sich auf die Schulter zu laden? Finden nicht. Und da kommt der andere wieder an. Jetzt habe ich ihn gefunden. Super. Egal, wird er halt hinter den Büschen erlegt. Jetzt auf den Dieb gewechselt. Ja, Sir. Natürlich mal wieder den richtigen Knopf nicht gefunden. Aber ich habe es natürlich auch nicht getestet, muss man, ne, immer wieder dazu sagen. Und da ist der Dieb. Und der soll jetzt darauf kraxeln. Ich weiß nicht genau, wer da doof ist, der Dieb oder ich. Im Zweifelsfall wahrscheinlich ich. Aber ich schaff's noch, keine Angst. Da, here we go. Der Blindfisch da unten sieht nix. Jetzt klaue ich ihm das Zeug unter der Nase weg. Den alles entscheidenden Bolzenschneider. Und wieder zurück an den Mast. Konflikt Desert Storm für PS2. Benedikt, der das für uns getestet hat, hat extra nochmal betont, ne? Taktisches Vorgehen ist wichtig.
Also versuche ich jetzt erstmal wahnsinnig taktisch zu sein und die ganzen Leute da von oben aufs Korn zu nehmen. Das ist mir alles viel zu weit weg. Ups. Okay. Ich dachte, der kann mehr. Der verträgt sowas. Aber der gute Soldat hat doch garantiert irgendwas zum Heilen dabei. Na, da sehe ich es doch schon. Links traue ich mich irgendwie nicht so richtig. Da ist bestimmt was. Ah, egal. Hin da. Taktisches Vorgehen ist eh was für Lutscher. Ich gehe jetzt einfach da rein und mache sie alle platt. Oh oh. Ah! Keiner hat mir was von Alarm gesagt. Ups. Okay, das probiere ich dann irgendwann nochmal. Meine Abenteuer mit das Ding. Hier in der PS2-Fassung. Ich versuche gerade, diesen Stromversorger zu reparieren und mein Techniker will das auch eigentlich ganz gerne tun. Sagt er zumindest. Ja, Sir. Vielleicht sollte ich ihm mal aus dem Weg gehen. Jetzt geht er hin. Und geht wieder weg. Was macht der Depp? Und nochmal. Hallo, andere Richtung. Ah. Jetzt macht er mir den Raum auf. Da schauen wir mal, was da drin ist. Ja, ja. Wir sind nicht allein im Universum, bla bla bla. Schaut rein und weiter geht's. Genau, weiter geht's. Und zwar mit FILA World Tour Tennis Xbox. Richtig viel kann ich nicht dazu sagen, ich alter Sportspielexperte. Aber dazu haben wir ja den Test in der aktuellen Ausgabe. Was ich sagen kann, ist, dass mich der Computer auf ziemlich leichter Stufe ziemlich abgezogen hat. Aber das zeige ich euch hier natürlich nicht. Ich zeige natürlich nur das eine Spiel, was ich gewonnen habe. Das ist ja wohl selbstverständlich. Game Fair One. Jetzt gibt's was zu schroten. Fireblade, PS2. Grafisch auf den ersten Blick ein bisschen erschreckend. Denkt ihr wahrscheinlich gerade auch. Ist aber gar nicht so schlecht. Steuerung muss man allerdings auch mal wieder erstmal verstehen. Hier soll ich jetzt gerade die Basis verteidigen, die angegriffen wird. Und ja, da lass ich mich doch nicht zweimal bitten. Das mache ich doch dann einfach mal. Es dauert Jahrzehnte mit dem Maschinengewehr. Nehme ich doch mal ein paar Raketen dazu. Sehr schön. Auch du entkommst mir nicht. Und wieder mal die Welt gerettet. Gravity Games PS2. Gumball 3000, PS2. Jawohl, PS2, nicht PS1. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber schon nach den ersten Metern muss ich, glaube ich, würgen. Ich würde sagen, ihr lest euch einfach unseren Test durch
und schaut euch das vielleicht noch ein bisschen an. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen und äußere mich da gar nicht mehr weiter zu. Eine Anmerkung vielleicht noch, ich habe auf dieser kompletten Strecke, glaube ich, nicht ein einziges Mal gebremst. So viel zum Fahrverhalten. Die Grafik seht ihr ja selber. Viel Spaß damit. Legion, Legend of Excalibur, PS2. The enemy has arrived. Ist so ein Hack-and-Slay-Strategie-Rollenspiel-Mix von Midway. Nicht wirklich übel, hat aber einige ganz dramatische Schwächen und ist irgendwie ziemlich zäh. Vor allem die Speicherfunktion ist ziemlich mies. Alles andere, alle Details könnt ihr in meinem Test lesen. Hier geht es ja darum, dass ihr mal ein paar bewegte Bilder von so einer Mission seht. Hier brennt jetzt die Kirche und wir müssen die Banditen daran hindern, die Dorfbewohner abzumetzeln, die die Wasserschlange zur Kirche bilden. Das Ganze ist recht simpel. Ihr drückt einfach ein bisschen auf X. Ab und zu könnt ihr so Super-Kombos auslösen, so Zaubersprüche, wie mein hübscher goldener Drachen hier. Die lila Dame, die ihr ein bisschen mittig seht, die mir da immer hinterher rennt, das ist so eine andere Heldin. Von denen kriegt ihr im Laufe des Spiels eine ganze Menge und zwischen denen könnt ihr auch hin und her wechseln. Ihr spielt also nicht immer nur den Artus, den goldenen Ritter da in der Mitte, sondern könnt durchaus auch mal auf andere Helden wechseln und Gegenstände in der Schatzkammer kaufen und andere Rollenspielelemente nutzen, die in das Ganze reinfließen. Dennoch, es bleibt so ein bisschen fader Beigeschmack, meiner Meinung nach. Schaut es euch einfach noch ein bisschen an. Loons Fight for Fame Xbox hab ich beim ersten Anspielen jetzt mal nicht so richtig verstanden. Aber dazu gibt es ja Tests, die man lesen kann und Dinge, die man ausprobieren kann. Sieht irgendwie ganz witzig aus. Aber so richtig umgehauen hat es mich nicht. Aber wie gesagt, ich habe es auch nicht wirklich viel gespielt. Lest am besten Kais kompetenten Test zum Ganzen. Also ich bin da übrigens Silvester, der da irgendwie ein bisschen rumhaut und sich aber, wie sich hinterher herausstellen wird, meistens nur von den anderen verhauen lässt. Und ich hasse es, mich vom Computer verhauen zu lassen. Spring rauf aufs Dach und hör auf zu jammern. Schwing dich einfach ans Seil. Willkommen im Dschungel. Master Rally für die PS2 hier ist eins von den Spielen, zu denen ich nicht so wahnsinnig viel sagen kann, weil ich absolut kein Rally-Rennspiel-Experte bin. Das einzige Rennspiel, was ich richtig viel gespielt habe, war Burnout. Und Burnout 2 halt jetzt. Ich zeig's euch einfach mal in bewegten Bildern. Marco sagt ja alles in seinem Test. Marco ist unser Experte für solche Spiele. Ich bin nicht besonders gut und werde mich jetzt im Laufe dieses Kurses hier bestimmt noch einige Male richtig lächerlich machen für euch. Und ich bin ja nur froh, dass wir garantiert zu Colin McRae Rally 3.0 in der nächsten Ausgabe garantiert einen monsterfetten Extra-DVD-Bericht haben, sodass mir das irgendwann mal in irgendwelchen Testchecks erspart bleibt, mich da bei solchen Spielen völlig lächerlich zu machen. Aber nur gut, man kann ja nicht alles können.
Wie ich eben schon mal erwähnt habe, bin ich bestimmt nicht gerade der König des Trendsports. Dummerweise war Kai nicht greifbar für Matt Hoffmans Pro BMX 2 hier auf der PS2. Also musste ich selber ran. Ich habe alles gegeben. Bitte nicht lachen. Und ja, wenigstens könnt ihr es mal in Bewegung sehen. Autsch. Gut, ich lasse den armen Kerl jetzt in Ruhe. Ninja Assault, PS2 Version, Lightgun Shooter, eher mein Fach. Stuntman PS2. Über das Spiel ist ja schon so einiges berichtet worden und ihr wisst deshalb bestimmt schon ganz gut Bescheid. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, auch noch ein paar bewegte Bilder hier. Ich zeige euch hier einfach mal einen frühen Stunt. Mein erster Eindruck deckt sich mit Benedikts Testmeinung. Ich finde das Spiel auch schon von Anfang an hammerschwer, aber das kennt man ja von den Leuten. Ich sag nur Driver Tiefgarage. Wer es mag, okay, ist bestimmt ein gutes Spiel. So richtig hitmäßig umgehauen hat es mich jetzt vom ersten Eindruck her aber auch nicht. Aber gut, spiel's halt mal an. Am Ende bremsen. Tetris Worlds, hier für PS2. Naja, was soll ich dazu jetzt groß sagen? Tetris. Tetris ist Tetris. Bleibt natürlich immer noch ein zeitlos geniales Konzept. Alles, was drumrum ist, die Story hier in diesem Story-Modus und so, alles ganz hanebüchen. Marco erzählt euch im Test ein bisschen mehr davon. Auch die zusätzlichen Spielmodi finde ich ziemlich tot. Und das macht das Ganze natürlich insgesamt zu einem ziemlich katastrophalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich denke, das ist das Einzige, wovon man hier wirklich abraten muss, weil das einfach für das, was geleistet wird, ist das Spiel wahrscheinlich viel zu teuer. Aber vom Spiel her, mein Gott, wenn ihr noch keine Tetris-Version zu Hause habt, Tetris ist immer gut, sollte man im Haus haben. Trans World Surfing PS2. Hier muss ich zu meiner Schande eingestehen, dass ich einfach wirklich extrem große Probleme mit der Steuerung hatte. Da muss ich euch einfach auf den Test in der Ausgabe verweisen und will mich auch mit Urteilen hier mal ganz schwer zurückhalten. Ihr habt es wenigstens jetzt mal kurz in bewegten Bildern gesehen.